Sid, könnte ich dich um etwas bitten? Worum geht es? Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Späher werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Späher brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Späher können wir immer gebrauchen. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Ich gehe schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Hallo, Sid. Das hier ist der Anwärter. Amber, stell dich vor. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Späher zu sein? Sicher, aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav, er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Amber. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Hab ich bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Amber, Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Werde ich nicht. Verdammt! Amber, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Dann lauf! Ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei! Amber, bist du... weg. Natürlich. Gute Späher sind wirklich selten. Also zurück nach Nordstedt. Oh, Sid, du bist schon wieder zurück? Wie war Amber? Wo ist er? Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt, aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie erstarrt, hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Amber nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt.
Anscheinend nicht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte... Dass ich die Prüfung schaffe? Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hast du... Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl! Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein, ganz und gar nicht. Im Angesicht des Todes hat Ember die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Ember nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Mir hat die Prüfung gezeigt, dass Ember ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Ember hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man, oder nicht? Das Buch hat er gefunden. Damit hat Ember bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Nicht gerade der hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Dem traue ich zu, dass er dann freinimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Ember, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Drückt dich was? Ah, nicht mehr als sonst. Nur, Eddas Kind ist bald da und ich wollte ihm etwas schenken. Edda wird sich freuen. Im Norden gab es immer Geschenke, wenn Nachwuchs im Anmarsch war. Um die kleinen Knirpse in ihrem neuen Zuhause willkommen zu heißen. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass es schon morgen soweit sein kann. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht gibt es was. Also gut. Woran arbeitest du? Einem Glücksbringer. Aber nicht irgendeinem Glücksbringer. Natürlich nicht. Nein, ich benutze die Feder eines silbernen Chocobos. Ha, nichts auf der Welt bringt mehr Glück. Also, das haben wir zu Hause immer gesagt.
Die Sache ist, dass sie echt selten sind. Otto und Karin haben ihre Lieferanten gefragt, aber nichts. Ich würde ja selbst eine aufspüren, nur... Der große Tag rückt schnell näher. Eine Feder also. Mehr nicht? Die oder den Vogel, an dessen Arsch sie hängt, ja. Ich wollte mich zuerst bei den fahrenden Händlern an den nördlichen Grenzen umhören. Von denen machen ja genug Halt bei Martha. Vielleicht versuche ich es zuerst dort. Ich gebe dir dann Bescheid. Du bist ein echter Freund. Vielen Dank, Clive. Entschuldige, ich suche etwas. Oh, dann kann ich helfen. Eine silberne Chocobo-Feder. Oh, oder auch nicht. Aber du bist zumindest nicht der Erste hier, der den Vogel erwähnt. Vor kurzem kam ein Mann in die Rast und behauptete, ein silberner Chocobo hätte ihn angegriffen. Nahe einer verfallenen Hütte, unweit von Eastpool. Man hielt ihn für einen Angeber und Lügner, aber wer weiß, vielleicht war da ja doch etwas dran. Vielleicht. Danke. Möchtest du etwas kaufen? Du hast nicht zufällig silberne Chocobo-Federn, oder? Pff, ich handel mit Früchten, nicht mit Federn. Mit deinen ausgefallenen Wünschen gehst du lieber nach Rhiannons Ritt. Dort finde ich silberne Federn? Oh ja, wenn das Geschwätz eines Verrückten stimmt. Wäre nicht das erste Mal. Hallo, Reisender. Kann ich dich für einen neuen Schleifstein interessieren? Oder eine prächtige Radierung der Kaiserin? Vielleicht später. Ich suche eine silberne Chocobo-Feder. Wenn das so ist, wirst du nichts außer Gerüchten finden. Silberne Chocobos hat man seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden wohl wegen ihrer Federn ausgerottet. Irgendein nordischer Blödsinn über Glücksbringer. Hat weder ihnen was gebracht, noch ihren Vögeln. Falls es noch welche gibt, werden sie ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Du hast wohl recht. Trotzdem danke. Mehr Spuren. Und noch ganz frisch. Ein Chocobo war hier. Gerade erst. Vielleicht ist er es noch. Das glaube ich nicht. Alles gut. Ich will euch nichts tun. Ich brauche nur eine Feder für meinen Freund. Danke. Schnell zu Gav, bevor sie zurückfordern. Clive, du bist wieder da. Und wie lief's? Glück gehabt? Kann man wohl sagen. Du heiliger Kristall! Ist es das, wonach es aussieht? Wo zur Hölle hast du die gefunden? Ist eine lange Geschichte. Direkt an der Straße nach Eastpool. Ha, wer hätte das gedacht? Der Ort war jahrelang verlassen. Die leere Hütte war das perfekte Versteck. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit hat die armen Vögel vertrieben. Mach dir keine Vorwürfe. Die Fäule kommt irgendwann auch nach Eastpool. Auch wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten sie weiterziehen müssen. Die finden was Neues, glaub mir. Schließlich tun wir bedrohten Tiere genau das. Jedenfalls hast du es geschafft, an eine ihrer Federn zu kommen, bevor sie geflüchtet sind. Jetzt muss ich sie nur noch an meiner Schnitzerei befestigen. Seit wann kannst du schnitzen? Hm.
Gibt wohl einiges, das du nicht weißt. Zum Beispiel, dass ich mit dem Schnitzmesser genauso gut bin wie mit dem Schwert. Und der Knochen, den Amber mir gegeben hat, ist ein Traum. Was sagtest du, von wem er ist? Einem Avis? Nicht von deinem Avis, Sid. Ich habe endlich selbst einen erlegt. Das viele Üben hat sich also endlich ausgezahlt. Ich bin stolz auf dich. Lob mich nicht zu früh. Die Prüfung kommt noch. Fertig ist er. Was meint ihr? Wenn du das Spähen mal an den Nagel hängst, kannst du damit sicher gutes Geld verdienen. So sieht's aus. Ich werde mal nachsehen, ob Edda wach ist. Grüße von mir. Ah, kannst du selbst machen. Komm mit. Geht es dir? Gut, danke. Stimmt etwas nicht? Was? Nein, gar nichts. Ich meine, ich... Sagt es mir, bitte. Oh, wie schön. Habt ihr das gemacht? Wir haben es gemacht, ja. Es ist von uns allen hier im Versteck deiner neuen Familie. Ein Glücksbringer. Wir machen sie im Norden, wenn ein Knirps unterwegs ist. Ich meine, ein Kind, um ihn in seiner Familie willkommen zu heißen. Und, gefällt er dir? Ich bin ganz sprachlos. Vielen, vielen Dank für alles. Falls du etwas brauchst, sag uns Bescheid. Mach ich. Ach, Clive. Lust auf ein Bier? Ich bin durstig. Schon überredet. Hast du nicht langsam genug? Nein, wir feiern doch. Schließlich werde ich bald Vater. Da hat Edda aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Lichtblick in all dem Dreck. Kurz nach meinem 10. Namenstag sagte meine Mutter, dass sie noch ein Kind bekommt. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich hatte mich schon so auf einen Dreikäsehoch gefreut, wo ich doch der Letzte im Wurf war. Endlich kam meine Chance, der Welt zu zeigen, dass ich ein großer Bruder sein kann. Am Tag der Geburt kamen dann die Kaiserlichen bei uns an. Ich hatte eine kleine Schwester. Nur ganz kurz. Meine ganze Familie musste dran glauben, nur ich habe mich versteckt, ich kleines, rückgratloses Arschloch. Ein toller Bruder bin ich geworden. Ich werde nie ein Anführer sein. Und ich werde nie ein Held sein. Ich bin nur ein dämlicher Hund, der angerannt kommt, wenn sein Herrchen ruft. Nie
so stark wie du oder Sids oder Jill, nicht mal Torgal. Bist du fertig? Vielleicht. Warum bist du wohl unser bester Späher? Weil dir niemand unter die Arme greifen muss. Ohne deinen Einfallsreichtum, deinen Mut und deine Verbissenheit wären wir aufgeschmissen. Vielleicht würden wir von einer Klippe hängen wie... Das passiert nie wieder. Genau. Du hast daraus gelernt. Und jetzt bist du hier, nach weiß der Himmel wie vielen Missionen. Jede hat dich stärker gemacht. Erinnerst du dich an Rosalith? Wer hat mich aus dem Kerker geholt? Und wer war es, der Jill gerettet hat? Das war ich. Weil du unser Bruder bist. Mein Bruder. Dein Bruder. Das heißt, wenn die Zeit kommt, kriege ich dein Zimmer und dein Schwert. Ich hatte ungefähr 1 zu viel. Du hattest 10 zu viel. Na, ich war halt durstig. Ich gehe lieber wieder an die Arbeit. Nach einem kalten Bad. Clive? Was ist? Danke. Für... Weißt schon. Ich weiß. Joshua, was hast du? Und sag nicht nichts. Ach, es ist nur... Cyril hat mir geschrieben, man hat Vaters letzten Willen gefunden. Oder etwas in der Art. Sein Willen? Wie und wo? Im Grab unter Schloss Rosalith. Nachdem Kupka die Kaiserlichen verjagt hatte, haben die Ewigen die Gelegenheit genutzt, sich dort noch einmal gründlich umzusehen. Und dabei haben sie wohl... einen Brief von Vater gefunden. Jetzt liegt dort alles in Schutt und Asche. Cyril bittet, dass ich ihn in Tabor aufsuche. Ich werde natürlich hingehen, aber... kommst du mit mir? Natürlich. Ich möchte auch wissen, was in dem Brief steht. Danke. Wir können jederzeit gehen. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Cyril, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord?
Ein Erbe? Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, Euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valisthea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, Euer Gnaden. Danke, Sir. Wollen wir? Milord, Euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Statt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen.
Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl? Oh, ihr seid wohlbehalten zurück. Dann ist der Greif besiegt? Und der Herzstein errungen. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord, euer Gnaden. Euer Vater wäre so stolz. Lady Godiva, der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Die Armbänder sind fertig. Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde. Innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen, als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Danke, Lady Godiva, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godiva, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn.
Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Frage. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönixtor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Für mich war er mein größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja, und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen. Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn. Joshua sorgt sich also um Jill. Ich sollte mal mit ihm reden. Joshua, wegen Jill. Ich glaube, du hast recht. Sie benimmt sich anders seit
seit wir von Drachengrad zurück sind. Ganz anders als früher. Und es dürfte nicht schwer zu erraten sein, warum. Sie denkt, dass sie uns keine Hilfe mehr ist. Und deshalb müssen wir sie daran erinnern, dass sie noch immer zu uns gehört. Daran, wie dringend wir sie hier brauchen. Jetzt mehr denn je. Dass du sie noch brauchst. Die Frage ist, wie? Als ich klein war, wusste ich besser, was sie aufheitert. Das ist es. Erinnerst du dich an damals, als wir Vater auf seinem Ausritt begleitet haben? Als Jill und ich ausgeschert und auf die Manhöhe geritten sind? Ihr wolltet die Schneeastern sehen, das weiß ich noch. Es war das erste Mal, dass wir mitkommen durften. Als Vater merkte, dass ihr weg wart, scheuchte er sein gesamtes Gefolge durch die Landschaft, um euch zu suchen. Im Regen. Und dann kam dieses Gewitter und wir mussten uns im Wald unterstellen. Irgendwo auf halber Strecke. Gefunden hat uns dann der Herr Kommandant höchstpersönlich. Er war nicht gerade begeistert. Das heißt, ihr wart nie wirklich da und könntet das jetzt nachholen. Oh, ja. Weit wäre es nicht. Na dann. Auch wenn die Mennhöhe sich sicher verändert hat. Nicht viel von Südrosaria ist heute noch so wie damals. Du meinst, ich soll erst nachsehen, ob dort Banditen sind? Ich meinte, wir könnten zuerst nachsehen, ob dort überhaupt noch Schneeastern wachsen. Was würdest du nur ohne mich machen? Wir sind da, aber... Es tut mir leid, Clive. Es bleibt doch nichts verschont. Und was nun? Wir suchen weiter. Es muss doch noch andere Wiesen geben, wo Schneeastern zu finden sind. Vielleicht, aber das ist der einzige Ort, den ich kenne. Kanta, meine ich. Und wenn wir jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt? Im Versteck, meinst du? Versuchen wir's. Oh, was führt denn dich zu uns runter, Sid? Ich habe eine Frage. Joshua und ich suchen einen Ort, wo Schneeastern wachsen. Je mehr, desto besser. Schneeastern? Die wachsen gerne bei gemäßigten Temperaturen. Da, wo der Wind ihre Samen gut verteilt. Auf der Mennhöhe zum Beispiel gibt es sicher welche. Ah, oder in der Kaiseraue. Das Klima dort ist genau richtig. Es sei denn, die Fäule hat es ruiniert. Verstehe. Danke. Und? Hast du etwas herausfinden können? Die Gärtnerin hier rät uns zur Kaiseraue in Sanbreck. Ah, die Felder hinter Nordstedt. In dem Fall lag Jote wohl richtig. Mir ist eingefallen, dass sie ein Reisetagebuch führt. Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht Notizen zu Schneeastern hat, und da hat sie die Olfeeschtbei erwähnt. Deren Küsten an die Aue grenzen. Dann mal los. Was ist, Torgal? Dass das der Letzte ist! Genau so! Das war mehr Arbeit als gedacht. Aber sieh nur, es hat sich gelohnt. Wunderschön. Meinst du, Jill freut sich? Ganz sicher. Komm, gehen wir.
Das wäre also geschafft. Den Rest überlasse ich einfach dir. Dir und dem Wetter. Auf dass ihr diesmal von Gewittern verschont bleibt. Jill, ich will dir etwas zeigen. Ach ja? Was könnte das wohl sein? Das siehst du dann. Wie wär's mit einem Ausflug? Komm mit, es geht nach Orifla. Es sind so viele. Das wolltest du mir also zeigen? Mir fehlen die Worte. Du musst auch nichts sagen. Dein Lächeln reicht mir. Wir haben uns Sorgen gemacht, Joshua und ich. Weißt du noch, der Ausflug auf die Mannhöhe? Oder der Versuch? Ja, das weiß ich noch. Du hattest mich weinen sehen und wolltest mich mit den Blumen wohl aufmuntern. Eingebracht hat es mir nur eine dicke Erkältung und eine Standpauke von deiner Mutter. Trotzdem war ich glücklicher denn je. Tut mir leid. An dem Tag lief nichts wie geplant, aber ich konnte dich nicht weinen sehen. Vor dem Ausritt hatte eine Kammerzofe belauscht, wie sich deine Mutter zu Hofe über mich ausgelassen hatte. Über mein Heiratspotenzial. Darüber, ob es profitabler wäre, mich in eines der hohen Häuser einzuheiraten oder mich für die herzogliche Linie aufzusparen. Nach meiner Meinung wurde nicht gefragt. Ich war ihnen egal. Eine Schachfigur. Ich fühlte mich einfach so allein. Roger. Aber ich war nicht allein. Ich hatte dich. Deine Hand in meiner, als wir in den Wald rannten. Und da wusste ich, egal was auch passiert, es wird alles gut. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wusstest du übrigens, dass ich am nächsten Morgen doch auf dem Hügel war? Nein, wirklich? Ich habe mich heimlich davongeschlichen und bin einfach los. Und oben war da dieses Meer aus Blüten, die zur Sonne aufblickten. Und mir wurde klar, dass die Sonne immer für sie da ist. Egal wie schwarz die Nacht war. Dass du immer da bist. Für mich. Und es immer warst. Immer und immer wieder. Wo siehst du uns, wenn das hier vorbei ist? Ich weiß nicht. Sicher nicht hier. Ich habe genug von Valistea. Nach allem, was wir erlebt haben, kommt mir hier alles so klein vor. Und ich brauche Freiraum. Einen Neuanfang. Dann soll es so sein.
alles dafür tun, dass du ihn bekommst. Flechten konnte ich nie gut, aber für mich ist das nicht schlecht. Für mich ist das ein Schatz. Danke, Clive. Für das hier, die Blumen, für alles. Das war genau das, was ich brauchte. Du bist mein Schatz. Wir sollten wohl langsam zurück, sonst werden wir noch vermisst. Stimmt. Es gibt noch viel zu tun. Gehen wir es zusammen an. PlayStation.